Ja, aber jetzt schließen wir doch heute Morgen an die Fragen an. Und ich möchte zunächst jeden der Referentinnen und Referenten bitten, nochmal aus der spezifischen Sicht doch darzustellen, von wo aus oder mit welcher Intention, mit welchen Tools, mit welcher Konzeption jetzt Social Media in der politischen Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden kann, was wir davon haben. Immer natürlich in diesem in dieser janusköpfigen Sache zwischen Kontrolle und totaler Befreiung. Ja? Das haben wir heute Morgen ja auch gehört. Jeder kann posten, überall gibt es Feedbacks und ja, es gibt unheimlich viele Medienströme und es lässt einige dazu hinreißen, dass sie sagen, jetzt ist ja das totale Paradies ausgebrochen, wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr, jeder kann jetzt was schreiben, wir brauchen keine Zeitung mehr, keinen Journalismus, jeder kann das machen. Und die andere Sache, sowohl Facebook als auch letztlich Twitter kann genauso natürlich benutzt werden, um uns zu überwachen, um die Kontrolle zu verstärken. Ja, und in diesem Spannungsfeld versuchen wir uns zu bewegen und jeder hat eine andere Art mit umzugehen. Und ich hoffe, dass heute einige etwas da auch für ihre eigene Praxis mitnehmen. Jetzt bitte ich zunächst noch, dass ihr dazu was sagt. Bitte. Ja, also bei mir wäre dann ja die Perspektive so, dass das queer-feministische Bloggen oder so die feministische Netzszene in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das ist ja auch in den USA ganz, ganz stark. Und also da würde ich ganz klar sagen, dass die letzten Jahre gut gezeigt haben, dass durch diese Tools und eben nicht nur Blogs, sondern auch dann Twitter und Facebook und andere Tools, mit denen man auch mal Sachen in einem Chat diskutieren oder zusammenarbeiten kann, dass die halt doch nochmal eine ganz neue Art oder, nee, eigentlich nicht neu, aber halt sozusagen die zeitgenössische Art von feministischer Vernetzung auch gebracht haben. Und das zeigt sich irgendwie auch an so Punkten, wo dann Leute, die bisher gar nichts damit zu tun hatten, Frauen, ein konkretes Beispiel fällt mir ein, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber das war eine Bloggerin, die hat irgendwie eine Meinung pointiert in der Öffentlichkeit vertreten. Man hat ganz viel Gegenwind gekriegt und zwar mehr als ihre männlichen Kollegen, die diese Meinung auch vertreten und hat dann irgendwie gesagt, boah, das hat vielleicht was mit Sexismus zu tun, dass das bei mir jetzt so massiv ist und die Tatsache, dass sie sich irgendwie gleich dann entsprechenden Rückhalt holen konnte, Informationen holen konnte zu sexistischen Verhältnissen oder so und einfach da nicht so alleine stand mit diesem Gefühl, das hat jetzt auch was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, liegt, glaube ich, daran, dass einfach mittlerweile auf Twitter auch so eine feministische Sichtbarkeit irgendwie wieder sehr stark ist, die in den letzten Jahren so ein bisschen in Deutschland verloren bzw. so in die Unis eingewandert ist. Das wäre so meine Antwort zu der Frage, was soziale Medien und das Web 2.0 so bringen für politische Aktionen und Publizieren. Da ist sozusagen die negative Seite der Medaille weniger die Kontrolle, die damit auch einhergehen kann, sondern eher der Gegenwind. Also die aktuellen Formen von feministischer Öffentlichkeit im Netz sind sie funktionieren viel besser als die im Internet vor 10 Jahren, als es so einzelne Homepages von Frauenprojekten gab. Aber der Gegenwind von antifeministischen Leuten, die dann immer wieder irgendwie Scheiße in den Kommentaren ablassen oder sich in Foren auch irgendwie miteinander vernetzen, um, ja, keine Ahnung, die Adressen von Frauenhäusern publik zu machen oder so. Und ja, auch mal dann auch bis hin zu Stalking oder so machen bei einzelnen Leuten, was auch vorgekommen ist schon. Das ist halt was auch jetzt in dieser neuen Qualität irgendwie auf der Gegenseite auch passiert. So, und das ist aber eher Gegenwind in so einem Konflikt irgendwie um Geschlechterverhältnisse als ein Effekt von Kontrolle, der mir da also so auf der problematischen Seite an oberster Stelle einfällt.
Okay, vielen Dank. Da hatten wir jetzt dieses Stichwort neue Sichtbarkeit, also dass es da eine völlig andere Art gibt, sich zu präsentieren, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da möchte ich auf der anderen Seite Julia Seelinger mal bitten, die ja auch jetzt vom Journalismus kommt, um dort mal von daher darzustellen, wie sich ja, Bürgerjournalismus oder Journalismus 2.0, man kann das ja überall dranhängen oder nicht, also wie da jetzt neue Praktiken in der sozusagen kritischen, was man früher Gegenöffentlichkeit nannte, gibt es das jetzt noch, brauchen wir das nicht mehr oder ja, wie sieht es aus? Ja, also was neu hinzugekommen ist, das ist ein sehr ein Feedback-Kanal. Ne? Egal, ob man jetzt eigentlich auch egal, ob man Leserkommentare unter seine Website macht oder nicht, die Leute können einem doch schneller Feedback geben, als sie das früher konnten. Also sie mussten früher sich hinsetzen und einen mega langen Leserbrief schreiben, den in einen Umschlag legen und eine Briefmarke rauf tun und das da hinschicken. Heute können sie entweder eine E-Mail schicken oder bei den meisten Seiten einen Kommentar dahinter hinterlassen. Das führt auch dazu, dass es viel mehr Feedback gibt. Das führt auch dazu, dass man sich überlegen muss, wie man mit diesem Feedback klarkommt und wie man da die guten Kommentare raussucht. Das zweite ist die Recherche. Auch die ist durch das Web einfacher geworden. Während man früher ja dann da so Papierticker hatte, ich weiß nicht, wie das ist, ich war da nicht dabei, hat man heute Ticker, die man durchsuchen kann mit Stichworten, egal was, ob CDU oder Griechenland. Man hat natürlich das ganze Web 2.0 noch dazu, also man hat Twitter, wo man eben schnell sehen kann, welche Themen von der Masse, also von der Gesamtheit der Nutzer dieses Dienstes wichtig gefunden werden und wo man dann jeden Morgen mal raufgucken kann, bevor man eben dann auf die Ticker guckt, also so ein Verstärker. Okay, ja. Wie sieht es aus, Jürgen Kuri? Bist ja auch sozusagen eine Online-Redaktion vom Heise Verlag, also machst das einerseits in deinem beruflichen Kontext, aber bist auch sehr natürlich an Netzpolitik und so interessiert. Wie stellt sich für dich dieses Verhältnis von Macht, Kontrolle, neue Öffentlichkeiten, neuer Journalismus, neue Sichtbarkeiten dar? Naja, es ist vor allen Dingen, also was wir auch im Workshop so ein bisschen diskutiert haben, diese auf der einen Seite die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke bieten, zum ersten Mal möglicherweise, dass sich soziale Bewegungen entwickeln, die in dieser nicht hierarchischen Organisationsform, die soziale Bewegungen in ihrem Ausgangspunkt immer haben, weitergeführt werden. Das heißt, es sind auch Beispiele oder die Beispiele, die immer wieder gerade für digitalen zivilen Ungehorsam oder im Prinzip digitale Militanz genannt werden, Anonymous oder Lalsec oder so, sind Beispiele für Gruppen, die sich tatsächlich nicht hierarchisch organisieren und die nur funktionieren oder die nur ihre Aktionen durchführen können, wenn sie entsprechend Anklang finden, so wie es natürlich auch immer bei sozialen Bewegungen ist, aber die letztlich eine Macht entwickeln dadurch, dass sich eine globale Bewegung entwickelt, die nicht unter einer bestimmten hierarchischen Organisationsform operieren muss. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass was die sozialen Netzwerke mit sich bringen, eine, sagen wir mal, Auflösung eines klassischen Begriffs von Privatsphäre, oder was heißt klassischen Begriffs von Privatsphäre, eines Begriffs von Privatsphäre, wie er sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert entwickelt hat, mit dem man erstmal umgehen können, lernen muss und der auf der anderen Seite natürlich auch den Regimen oder den Regierungen die Möglichkeit bietet, einzugreifen. Es gibt diverse Beispiele, wo tatsächlich soziale Netzwerke auch dazu genutzt werden, Opposition zu unterdrücken und wo sie nicht als befreiendes Instrument wirken. Letztlich ist es die Frage, wer auf die Dauer die größere Macht entwickelt, sowohl in Nationalstaaten als auch, sagen wir mal, in einer global organisierten Gesellschaft. Ja, interessante Frage. Wonach richtet sich das jetzt in diesem Machtspiel, wer jetzt da am längeren Hebel sitzt? Julia Seelinger, was würdest du sagen? Also ist es jetzt dieses neue Protestpotenzial und welche Rolle hat dabei vielleicht jetzt auch mal auf Journalismus wieder bezogen der Journalist, also der kritische oder der Bürgerjournalist? Ne?
Also der Journalist hat hier die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Wahrheit in Schwarmen nicht untergeht. Und zwar seine Aufgabe ist es eben, die journalistischen Tugenden ernst zu nehmen und Quellen lieber zweimal als gar nicht zu checken und nicht einfach irgendwas aufzuschreiben, was im Internet steht. Hat sich jenseits von der Recherche, die jetzt die Journalisten haben, hat sich dieses Verhältnis sozusagen zu Lesern, zur Basis geändert? Das kann ich, ich weiß ja nicht, wie es vorher war, aber ich nehme es schon an. Wie ist das bei uns? Also bei uns ist das so, wir kriegen da Leserkommentare, die meisten sind, oder je nach Thema sind viele komisch. Vielen nimmt man auch nicht ab, dass sie das typische Taz-Klientel sind. Sprich, so wie es bei uns gemacht wird, nehmen wir die eigentlich nicht unbedingt ernst. Aber wenn dort eben sinnvolle Hinweise gemacht werden, also es ist schon vorgekommen, zum Beispiel bei einer Geschichte zum BMZ, dass da jemand einen sinnvollen Leserkommentar gemacht hat und dass der Journalist, der daran gearbeitet hat, dann auf mich zukam und mich gefragt hat, wie man denn jetzt damit umgeht, wie man seine E-Mail-Adresse rauskriegt, ob man den jetzt anschreiben kann. Und dann konnte der damit weiter recherchieren. Also das, ja, aber so wie es bei taz.de gemacht ist, muss ich sagen, die Leserkommentare sind jetzt nicht das beste Beispiel, aber es gibt auch noch andere Sachen. Also wir haben auch irgendwie sowas so ein bisschen, nachdem WikiLeaks war, haben wir sowas gemacht, das heißt OpenTaz. Mhm. Und da sind die Leser explizit aufgefordert, Themen einzureichen. Also das hätte man natürlich zu Offline-Zeiten auch machen können, aber online geht es halt viel schneller, da die Sachen einzureichen. Die müssen dem OpenTaz-Redakteur einfach nur eine E-Mail schreiben und dann prüft er das und dann guckt er, ja, dann wird da jede Woche eigentlich aus so einem Leservorschlag eine Geschichte draus. Ja, also das ist einfach nur so ein Projekt, wo man die Leser ernst nimmt. Also es ist weder WikiLeaks noch Leserkommentar effizient managen. Ja, uns interessiert natürlich auch jetzt sozusagen bei den Besuchern der Tagung, was ihr sozusagen für Fragen habt, wie ihr in eurer Praxis, in euren Initiativen, wo ihr arbeitet, damit arbeitet mit Social Media. Und ich möchte auch, haben wir noch ein Mikrofon, ein bewegliches für den Saal? Haben wir nicht? Ja, dann können wir vielleicht eins hier so weiter uns teilen und eins nach vorne geben, weil wir wollen ja keine, ne, gerade zum Thema Social Media, keine Monologe führen, sondern auch gerne noch sozusagen von den Besuchern Fragen entgegennehmen, die sich jetzt bei euch vom Einführungsvortrag, von den Workshops oder auch jetzt von den Kurzstatements gebildet haben. Genau, nicht immer, wenn man ein Kommentarfeld hat, wird auch was gepostet. Ja. Also da du gerade auch auf den Eingangsvortrag hingewiesen hast, was mir sehr hängen geblieben ist und wo ich, weiß ich habe jetzt nicht wirklich eine humanistische Ausbildung, aber es war so ein bisschen befremdlich, als die Frau Thiem sagte, alles, was nicht in Google zu finden ist, ist Wissen, das vermutlich verloren gehen wird. Also wir haben den Brockhaus, wir haben diverse Enzyklopädien, große Bibliotheken namenhafter Autoren, aber ich gucke auch nicht mehr in die Bücher. Da weiß ich jetzt gar nicht, ich habe nicht wirklich eine Frage, aber das ist so, das macht mir gerade so ein bisschen Brummeln, obwohl ich irgendwie total Fanin bin von den neuen Medien. Ja. Also ich würde mal sagen, die Sachen, die im Brockhaus standen und die großen Bücher der großen Autoren, die werden uns bei Google auch erhalten bleiben. Die ganzen Bücher haben die ja eh mittlerweile eingescannt. Aber was mir dazu einfällt, ist, dass die
dass man daran, glaube ich, ganz gut sehen kann, dass das, was einer Gesellschaft oder der ganzen Welt als Wissen zur Verfügung steht, ist ja immer, das ist immer ein, also auch ein Ergebnis von Machtverhältnissen oder verwoben mit Machtverhältnissen. Es gibt unglaublich viel Wissen, was in diesen kanonisierten Büchern und in dem Brockhaus nie drin stand, weil das von Leuten produziert worden ist, die nicht wahrgenommen werden. Wir können hoffen, dass vielleicht in Google auch sowas noch mal ein bisschen mehr vorkommt und dass es dann nicht nur die großen Gelehrten sind, die dort zum Sprechen kommen. Das ist ja auch so, ich meine, bei Wikipedia steht ja auch schon viel mehr drin als im Brockhaus. Aber das zeigt uns halt auch, dass jetzt auch nicht durch Google plötzlich irgendwie das ganze Wissen der ganzen Welt irgendwie da ist, sondern dass auch das wieder ein Effekt von Aushandlungsprozessen oder von Machtverhältnissen ist und dass wir uns da halt auch einmischen müssen irgendwie. Also ich hatte eben im Workshop das Beispiel genannt, dass bei Wikipedia nur 6-15% der Mitautoren Frauen sind. So, das wird eventuell, weiß ich nicht, aber eventuell hat das auch einen Einfluss darauf irgendwie, also auf den Inhalt von Wikipedia, und das kann man diskutieren zum Beispiel. So. Und Google ist da ja eine ganz große Technologie, glaube ich, einfach, die das auch für die nächsten Jahrzehnte oder Jahre erstmal vielleicht auch die Debatte bestimmen wird. Also würde ich noch ergänzen, dadurch, dass man ja erstmal davon ausgehen muss, dass durch Google 99,9% der Bevölkerung weitaus mehr Wissen zur Verfügung steht als ohne Google. Was erstmal die Voraussetzung ist, um dann Google zu kritisieren, wenn sie was nicht verfügbar machen. Auf der anderen Seite kann man das nur unterstützen, das ist eine Frage von Machtverhältnissen natürlich, was an Wissen zur Verfügung steht, auch im Internet letztlich, obwohl es sich da schlechter kontrollieren lässt als ohne das Internet, wo man dann eben auf Enzyklopädien und Bibliotheken angewiesen war, die meisten Leute gar nicht besucht haben. Und das Nächste, was natürlich noch passiert, man muss sich da nicht unbedingt auf Google einschießen. Es ist immer noch so, dass jedes Unternehmen, das eine Größe von Google erreicht, den Gefahr des Zusammenbruchs man schon mit in sich trägt. Und die Vorbehalte, die jetzt öffentlich gegen Google geäußert werden und selbst von staatlichen Stellen gegen Google vorgenommen wird, bedeuten eben auch, dass Google nicht so sakrosankt ist, wie es manchmal in der Öffentlichkeit so dasteht. Ja, da kann ich ganz gut dran anschließen. Also die Frau Timm hat ja auch gesagt, wollt ihr die totale Öffentlichkeit? Und da wird dann immer so getan, als könnte man überhaupt nichts mehr, nein, das hat sie so wörtlich natürlich nicht gesagt, ja, aber so ungefähr hat sie es gesagt, sorry. ja, also, ich glaube aber, dass sie es gemeint hat, ja, also ist ja auch egal, das war ja auch ein guter Witz, so. Ich glaube, dass man da noch was machen kann, also dass man Datenschutzgesetze einfach nicht verloren geben sollte und dass wir da erst ganz am Anfang stehen. Und klar, also jetzt haben wir erstmal gemerkt, wie unsere Nationalstaaten in manchen Sachen nicht mehr so gut funktionieren und dass man eben grenzüberschreitende Abkommen da machen muss. Und da gibt es ja auch schon Datenschutzabkommen und dass man da Gesetze machen muss und dass man an diese Firmen auch ran kann. Ne? Und die Behauptung, dass jetzt sozusagen der totale Kontrollverlust da ist und dass wir überhaupt nichts mehr tun können, um unsere Daten zu schützen und deswegen besser eine Haltung einnehmen sollten, bei der man eben per se davon ausgeht, dass erstmal alles öffentlich ist, das finde ich einfach politisch falsch. Ja, aber was gibt es da für Strategien? Ne? Also das ist ja diese Sache, die auch in meinem Workshop immer wieder kam, dass man unheimlich viele Sachen ins Netz sozusagen reinpostet, Twitter benutzt, auch in politisch heiklen Situationen und dann einerseits mit dieser Angst konfrontiert ist, dass das verfolgt wird, dass aufgrund das Profil von einem, ja, wie viel das schon verrät, haben wir vorhin ja auch gesehen, Bilder, Postings, ja, IKEA-Einrichtung, das kann alles kombiniert werden. Das erinnert mich massiv an diese Sachen, die wir in den 80er Jahren kritisiert haben, Rasterfahndung. Ja, da war es Hochhauswohnung, Reise nach Palästina und noch irgendwas Drittes, was ich nicht mehr weiß.
was schon ziemlich klar auf RAF-Hintergrund hinwies. Ja? Alles ganz einfache Sachen, die nicht weiter schlimm waren, aber die Kombination dessen. Und wie haben wir uns dagegen gewehrt? Wie sehr haben wir uns gegen die Volkszählung damals gewehrt? Und wenn man das heute sieht, ist natürlich der Protest, der ja da ist, aber verglichen mit damals, hat überhaupt nicht mehr diese Mächtigkeit. Ne? Ja, und Google und Facebook können dich ins Gefängnis werfen. Ja? Können die das? Ach so, Google und... Ja, da ist doch ein Unterschied. Also das muss man doch erstmal konstatieren, dass es ein Unterschied ist, ob der Staat mit seinem Gewaltmonopol diese Daten kombinieren und dann eben auch mit irgendwelchen Folgen benutzen kann oder ob es irgendwelche Firmen sind. So, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man diese Firmen nicht die Kandare anlegen soll und dass man nicht... Bitte? Nee, das ist aber ein bisschen unfair, jetzt hier so einen halben Trollbeitrag zu machen und dann das nicht auszuführen. Firmen sind schlimmer, hat er gesagt. Und warum? Ja, warum? Es ist ja die Frage, finde ich, welche Informationen werden mit welchen Interessen und Zielen zusammengeführt, wohin weitergegeben und was passiert da? Und ich glaube, es kann keiner heute verlässlich sagen, dass das alles völlig unproblematisch ist. Genauso wenig, wie man sagen kann, das wird die totale Überwachung und dann ein Riesenproblem. Aber dass das per se unproblematischer ist, wenn das über eine Firma läuft, da unten beim Staat viel gefährlicher, also das würde ich erstmal nicht mitgehen. Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass es unproblematisch ist. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass man Facebook und Google durchaus regulieren soll und dass man ihnen sie zwingen soll, Datenschutz Datenschutzgesetze, wie sie in dem Land existieren, auch wirklich einzuhalten und diese durchzusetzen. Aber ich habe erstmal mit meiner Bemerkung meinte ich einfach nur prinzipiell kann dich die Polizei verprügeln, denn sie hat das Gewaltmonopol, sag ich mal so. Der Staat kann dich ins Gefängnis sperren, der Staat kann dir verbieten, dass du in Freiheit bist und so. Und das kann Google nicht machen. Google kann dir Werbung schicken, Google kann diese Daten im schlimmsten Fall natürlich, könnte sie auch dem Staat geben, ja. Aber erstmal im Grundprinzip meine ich, dass man doch nicht sagen kann, dass das, was die Wirtschaft macht und das, was der Staat macht, wenn sie Daten sammeln, dass das genau dasselbe ist. Und ich finde, dass man genauer hinschauen soll beim Staat. So. Ich würde das auch noch unterstützen, weil ich denke, Julia hat recht, dass dann natürlich beim Staat eine ganz andere Gefahr besteht oder eine ganz andere Interessenlage erstmal besteht. Ein Beispiel, der Google Marketing Manager in Ägypten war eine der treibenden Kräfte dabei, die bei der Organisation von Aktionen und Demonstrationen über Twitter und Facebook in Ägypten. Google hat das teilweise auch, während er im Knast saß, dann unterstützt, schlicht und einfach deswegen, eigene Aussage von Google, von Eric Schmidt, weil sie ein wirtschaftliches Interesse daran haben am freien Fluss der Informationen. Sie interessiert nicht, was der einzelne Mensch äußert, an Interessenten, außer um ihm vielleicht Werbung zu schicken. Es interessiert sie aber nicht insofern, dass sie das sammeln wollen und dann für irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Das ist was anderes beim Staat. Gerade die Firmen wie Google, Facebook und ähnliche, die haben erstmal ein Interesse daran, dass die Leute im Internet möglichst viel äußern können, weil sie damit ihr Geschäft machen. Das ist einfach erstmal eine grundsätzlich andere Interessenlage als beim Staat. Was nicht heißt, dass es nicht auch eine Macht- und Geldfrage ist, was mit den Unternehmen da passiert. Aber erstmal ist es was völlig anderes. Und da hat Julia einfach recht, Google wird mich nicht einsperren. Und sie haben auch kein Interesse daran, mich einzusperren, solange ich ihren Dienst benutze. Ja, da sind jetzt, glaube ich, schon einige schöne Beiträge. Weil wir jetzt an einem Thema sind, haben wir uns, glaube ich, dem... Ja, bitte. Ja, ich hätte gerne noch mal eine Frage zum journalistischen Arbeiten und zwar über die Substanz von Informationen. Wie kann man wirklich Quellen verifizieren, ob sie echt sind? Also meistens liegen sie ja im Internet nur als PDF vor. Wenn zum Beispiel bei den Hitler-Tagebüchern damals, wo man die direkt materiell vorliegen hatte, nicht mal die Fälschung gleich erkannt wurde. Ja, sinnvoll ist es, also
Ich muss dazu jetzt auch sagen, ich bin Online-Redakteurin, ja, ich stelle Artikel online und schreibe ab und zu mal was. Ja, die richtig harten Recherchen mache ich nicht und machen so. Aber ich versuche es, ja, dir eine Antwort zu geben und vielleicht kann Jürgen das ergänzen. Weiß ich aber nicht, ob er das kann. Ja, also erstmal ist es natürlich recht sicher, wenn es dir von einer vertrauenswürdigen Person gegeben wurde, ja, der du vertrauen kannst. Also den Weg gibt es auch. Ansonsten würde ich irgendein PDF aus dem Internet, genau, zum Beispiel kann man, wenn sich ein Dokument auf einer Ministeriumsseite oder so befindet, dann gehe ich auch davon aus, dass das dort rechtens hochgeladen wurde. Es kann natürlich sein, dass sich der Admin einen Spaß gemacht hat, aber dafür dürfte er danach auch gekündigt werden. Ich überlege mal kurz weiter. Also auf einer staatlichen Seite, sage ich jetzt mal so, oder auf anderen Firmenseiten, die vertrauenswürdig sind. Ja, das, ich würde aber jedes Mal, also ich würde trotzdem dann immer in der Pressestelle anrufen und fragen, ich habe hier dieses Dokument gefunden, können Sie mir, ist das so richtig? Also das würde ich schon machen. Wenn ich nicht viel Zeit habe, würde ich schreiben. Also es ist auch immer gut, dann eben genau zu schreiben, wo die Quelle her ist. Ein Dokument auf der Website der Firma Google, darin steht geschrieben, bla 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 bla. Das ist okay. Ja? Muss einfach präzise auch dann einfach hinschreiben, wo es her ist. Also das ist natürlich klar, so eine der Sachen, wo man sich zum einen absichert, indem man genau benennt, wo man seine Informationen her hat. Das andere ist natürlich, wenn man sich die ganze Zeit in diesem Bereich bewegt. Ich kann natürlich inzwischen einschätzen, zum Beispiel welchem Blogger ich vertrauen kann oder welcher Informationsquelle für mich vertrauenswürdig ist, wenn ich schon öfters mit ihr gearbeitet habe. Die kann mich dann natürlich auch irgendwann reinlegen, klar. Aber das Risiko hatte ich früher auch, wo es das Internet noch gar nicht gab. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich natürlich auch gerade, wenn es dann um so Quellen wie WikiLeaks oder andere Whistleblower-Plattformen geht, immer das Problem habe, dass ich genau überprüfen muss, ob das ein Fake ist oder ob das echt ist. Wir haben da auch schon früher mit WikiLeaks mal zusammengearbeitet, wo es um die Mautverträge ging, wo es darum, wo man genau verifizieren musste, sind das jetzt die wirklichen LKW-Mautverträge oder ist das auch nur ein irgendwie untergespieltes Ding, um uns vorzuführen. Das ist die normale Arbeit, die hat sich im Prinzip nicht verändert dadurch, dass es Internet gibt. Das Einzige, was sich verändert hat, dass natürlich die Masse an Informationen, die mir zur Verfügung stehen, viel größer geworden ist und ich mir dann eben genau überlegen muss, wo, was ist wichtig genug, um dann die entsprechende Arbeit reinzustecken. Zum Ersten ist es natürlich so, dass es eine gewisse Plausibilität geben muss in den Inhalt der Verträge. Zum Anderen ist es natürlich auch so, selbst wenn es über so Quellen wie WikiLeaks oder so kommt, die haben es damals erst veröffentlicht, als wir und der Stern zusammen mit ihnen auch die Quelle verifiziert haben und es entsprechend gemacht haben. Das heißt, es ist zum einen so, dass es inhaltliche Plausibilitätsprüfungen gibt und dass es natürlich auch immer die Quelle selber zu überprüft werden kann. Das ist manchmal schwierig, wenn es zum Beispiel über so, wie es eigentlich auch anständig laufen sollte, bei solchen Whistleblower-Plattformen läuft, wie Kryptom, die einfach erstmal veröffentlichen, eine gewisse Plausibilitätsprüfung selber machen und dann denen, die es nutzen, überlassen, das Dokument auf Echtheit zu überprüfen. Das ist etwas schwieriger, aber auch das ist möglich. Auch da kann man zur Not nachfragen, wo ist denn die Quelle, zumindest als Journalist, weil man da immer noch sich auf jeden Fall auf den Informantenschutz berufen kann und eben die Quelle, wenn es hart auf hart geht, nicht offenlegen muss. Das ist bei den Mautverträgen auch so gewesen. Da gab es auch irgendwie diverse Proteste von öffentlichen Stellen und wir sollten noch sagen, wo wir das herhaben und das müssen wir natürlich nicht. Von daher gibt es selbst bei Whistleblower-Plattformen natürlich die Möglichkeit, dann zu sagen, ich brauche irgendwo, muss irgendeine Info darüber haben, wo die Quelle her, wo das her ist. Okay, da war noch eine zweite Frage zu dem Bereich. Hat sich erledigt, okay.
Ja, dieses sind denn bei der diese Frage, was ist eine Quelle? Und also ich fand interessant diese Sache, dass man sagt, man kennt die Blogs, denen man vertraut, das und vorhin auch neue Sichtbarkeit von feministischen Seiten, die auf diesem Social Web beruhen, dass man jetzt diesen Fakt, dass nicht nur Dokumente im Netz verbunden sind, sondern auch Menschen, die man kennt, denen man folgt, mit denen man Netzwerke bildet, spielt das auch eine neue Rolle. Also dass man gar nicht, dass vielleicht auch später, das ist ja auch eine Voraussage, dass die Suchsachen gar nicht mehr über Google gehen, sondern dass die Leute teilweise in Twitter, in Facebook suchen oder sehen sozusagen, so und so viele meiner Freunde, ja, sind auch auf dem Blog oder vertrauen dieser Sache. Und man da neue Schnittmengen hat von so einer Art Community-basierten Wachsamkeit, Überwachung, Verifizierung. Also Wahrheit, wo gesagt wurde, der Journalist ist immer noch Wahrheit. Ich würde dem gegenüberstellen, Wahrheit ist eine Geschichte, über die abgestimmt wird. Ja? Also es ist nicht mehr so, dass man die Quelle hat von dem Plato-Zitat. Ja? Man hat Fälschungen, man hat alles Mögliche. Und ja, diese Wahrheit, das würde ich extrem sagen, gibt es in dem Sinne vielleicht nicht mehr. Das wäre furchtbar und ich wünsche mir eine solche Zukunft nicht. Und natürlich wird auch jeder Einzelne so ein bisschen zum Journalisten, der alle Quellen checken muss. Also, aber ich würde mir das individuell angesetzt wünschen. Das heißt, dass alle Leute durchs Netz gehen oder zumindest eine gewisse Anzahl an Leuten durchs Netz geht, medienkompetent ist und eben so jeder selbst sein kleiner Journalist ist. Ja, das wäre gut. Das bedeutet aber nicht, dass über Wahrheit abgestimmt wird oder dass, wenn 5 meiner Freunde bei Facebook einer Information vertrauen, dass ich dem deswegen auch blind vertrauen muss. Also zum Beispiel ein Beispiel aus meinem grünen Facebook-Leben. Also ich wurde dann irgendwie auch mit einem Freund und dann, ich hatte vorher Steffi Lemke, der politischen Bundesgeschäftsführerin, erzählt, ich gucke mir die Profile immer mal an. In der Zwischenzeit hatte ich aber meine Policy bei Facebook dann geändert und hatte einfach alle Freundschaftsanfragen angenommen. Und dann ist Steffi Lemke dann mit einem Freund geworden, mit dem ich auch Freund geworden war, weil sie ja meiner Untersuchungskompetenz vertraut hat. Und dann stellte sich dann heraus, und dann wurden noch diverse andere Grüne mit diesem Menschen Facebook-Freund. Und irgendwann stellte sich das raus, dass das irgendwie ein übler Nazi ist oder so. Und dann hatten wir natürlich da irgendwen in unserem Netzwerk drin, den wir eigentlich gar nicht drin haben wollten, was eben ausgelöst wurde dadurch, dass der eine dem anderen zu viel vertraut hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, ist es schlimm, mit einem üblen Nazi da jetzt befreundet zu sein? Aber man will das ja eigentlich nicht. Ne? Ich glaube auch, dass Julia da völlig recht hat, also dass die Wahrheit nur... dass über die Wahrheit abgestimmt wird, ist mir dann doch zu relativistisch. Es ist aber auch, natürlich verändern die sozialen Netzwerke auch unsere Arbeit, haben sie verändert. Aber gut, es gibt natürlich Kollegen, die sich in die Bundespressekonferenz stellen und den Seibert irgendwie vorwerfen, dass er twittert, weil sie meinen, jetzt müssten sie auch unbedingt twittern. Gut, aber letztlich... bewegen wir uns, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie so mich mit dem Thema sowieso beschäftige und das auch irgendwie so drüber schreibe oder so, bewege ich mich ja selber ständig drin. Das heißt, natürlich bauen sich da Netzwerke auf, die auch Vertrauensprüfungen ermöglichen und Ähnliches und Recherchemöglichkeiten bieten. Natürlich bauen sich da auch Haltungen oder Bewusstsein drüber auf, wo ich nachschauen kann, beziehungsweise wo etwas relevant ist und wo etwas stimmig ist und wo es das nicht ist. Wenn ich mich natürlich, den ganzen Tag hinter meinem Schreibtisch verstecke und dann irgendwann auftauche und meine, jetzt müsste ich mal was im sozialen Netzwerk nachschauen, das funktioniert natürlich nicht. Das ist genauso bescheuert, wie wenn die Tagesschau Quelle Internet zum Video dran schreibt. Das Internet ist keine Quelle, sondern ja, dann ist vielleicht okay. Der Autor eine Quelle, aber nicht das Internet. Ja, bitte, Katrin. Ich würde euch recht geben, aber noch einen anderen Aspekt dazu packen, weil es geht ja eigentlich nicht bei Journalismus und bei politischer Meinungsäußerung, jetzt geht es ja nicht die ganze Zeit nur um Wahrheit, also Wahrheit im Sinne von Fakten, die sich irgendwie quantifizieren lassen oder
wo ich sagen kann, okay, das hat die Quelle gesagt und die hat auch die Originalverträge von der Maut vorliegen oder so, sondern es geht ja ganz viel einfach um politische Meinungen, Haltungen, Positionen, die auch was damit zu tun haben, was wir als wahr anerkennen und was nicht. Also ein paar Beispiele irgendwie, ist Google Street View wünschenswert oder gefährlich? So, da gibt es ganz viele Fakten, die man dazu diskutieren kann, aber es ist letztlich eine politische Entscheidung irgendwie. Und wenn ich irgendwie zu dem Thema nicht eine wirklich ausgearbeitete Meinung habe und mich darüber informieren will, dann suche ich mir ja nicht nur Fakten, sondern dann lande ich ja auch automatisch vielleicht eher bei der Taz, weil ich irgendwie eher linksliberal bin und nicht bei der FAZ oder so. Das ist nur irgendwie im journalistischen Bereich und so ist es bei den Blogs halt auch. Irgendwie lese ich dann den Blog von MS Pro, wo drin steht, ja, wir brauchen auf jeden Fall Google Street View, sonst sind wir abgehängt und Karten waren noch nie so toll, oder lande ich bei jemandem, der sagt, nee, eigentlich ist es privat, irgendwie die Hauswand und so. Auch da gibt es irgendwelche Fakten und Gesetzeslage zu, aber die entscheiden das Problem ja nicht. Und das ist ja die viel interessantere Frage bei diesen persönlichen Verbindungen, auch in sozialen Netzwerken, nicht nur hat mein Social Graph irgendwie die Wahrheit oder liegt er falsch, sondern ne, was für politische Verbindungen sind da drin abgebildet und welche nicht. Und, ja. Das ist, glaube ich, jetzt ein interessanter Aspekt, weil da geht es ja jetzt um Meinungsbildung, möglicherweise auch um Aktivierung. Ne? Vielleicht ist ja jetzt dieses, was man früher sagte, Reichweite, Auflage der Taz verglichen mit der Auflage von irgendwelchen anderen Zeitungen, ne? Also noch in dieser Diskussion, wie ist die Gegenöffentlichkeit, wie kann man das überhaupt organisieren, so am Anfang, als die alternativen Presse sozusagen entstand. Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht, also Reichweite, Vertrauen, Meinungsbildung und wie ist es mit den sogenannten viralen Effekten, ne, wo sich plötzlich, wir haben uns vorhin angeschaut, wie sich zum Beispiel genau nach Twitter, wie sich zum Stichwort Kairo kurz vor dem Rücktritt, wie sich da die Twitter-Botschaften verbreitet haben. Ja, das kann man visuell darstellen, wie quasi die Revolution explodiert oder wie die Verbreitung der Tweets sind, ob das dann schon, wozu das führt, ne? Ob das zum Sturz führt oder irgendwann das Internet ausgeschaltet wird, weil es zu gefährlich ist, ist dann immer noch eine Sache. Aber da hat man plötzlich Parameter, die man so ja nicht unbedingt hatte. Da früher hatte man auch Demonstrationen, wo so und so viele kamen, dann wird man wegen Rudi Dutschke erschossen oder so. Und dann passieren auch virale Effekte, aber damals hat man es nicht so genannt. Ne? Also wie ist diese Aktivierung, dass plötzlich Meinungen umschlagen? Ja? Man kann ja nicht nur sagen, okay, Fukushima, jetzt schlägt es um. Ja? Jetzt ist selbst die CDU für einen Atomausstieg oder so, ja. Also da sind ja Sachen, da sind ja Strukturen, die jetzt plötzlich wurden, ist, was mir aufgefallen ist, Experten, die noch von Rot-Grün kamen ins Fernsehen, weil die plötzlich gehört wurden, für die sich früher keiner interessiert hat, weil jetzt sowas passiert war. Ja, also wo sich... Ja, bei Fukushima weiß ich es. Also bei Fukushima haben wir ja natürlich eine starke Anti-Atom-Bewegung, die auch die Instrumente des Web 2.0 sehr gut benutzen kann, also ausgestrahlt und ja. Auch Campact, die im Süden nicht unbedingt so. Also da ist sicherlich auch was möglich gewesen. Also die hunderttausende Leute, die auf die Straße gebracht haben, das wäre ohne das nicht so gekommen. Und die waren auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, also wirklich sozusagen haben es fertig gelernt, glaube ich. Aber in wie viel Auswirkungen das jetzt wirklich hat auf Merkels Umkehr, das kann ich nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es da schon Untersuchungen gibt. Also ich wünsche es mir natürlich, dass sie da auch einen Anteil dran hatten. Aber ich glaube auch ein bisschen, ich glaube, da haben auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Für uns als Taz, ich kann einfach nur sagen, was wir sehen, wenn wir glauben, dass ein Artikel, oder was wir sehen, wenn ein Artikel häufig retweetet wird. Also wir twittern ja dann die meisten Artikel ins Netz, glaube ich, also ich bin dafür nicht zuständig. Und dann werden manche eben auch so 40, 50, 100 Mal retweetet und die werden dann natürlich in der Folge auch sehr häufig gelesen im Vergleich zu den anderen Artikeln. Ich
glaube, dass die Leute wissen, wo die Taz kompetent ist, also bei Anti-Atom und zum Beispiel auch bei Polizei, und dass sie uns deswegen dort besonders vertrauen und auch in diesen Bereichen auch besonders viel retweeten. Und hier tritt dann dieser Viraleffekt ein, dass sie es auch einfach nur so retweeten, weil sie der Taz vertrauen. Und hat das Auswirkungen sozusagen auf die journalistische Praxis? Also ist das jetzt wichtig, auch solche Feedbacks dann zu bekommen oder zu sehen, wie das abläuft? Das Verhältnis sozusagen jetzt von Leserschaft und Medium, hat sich das dadurch wirklich verändert? Also ich glaube, das Feedback ist eher die direkte, also Klickzahl. Ja? Also wenn ein Artikel beliebt ist, dann ist das das Feedback. Abgesehen von dem inhaltlichen Feedback, das natürlich kommen muss. Ich glaube, der Twitter-Account von der Taz wird nicht so genau beobachtet, aber das ist mir nicht bekannt. Aber na klar, ist es ein Feedback, wenn er 100 Mal retweetet wurde. Das ist genauso ein Feedback, wie wenn er häufig geklickt wurde. Ja. War das jetzt das, was du gefragt hast, oder soll ich doch ja, es geht schon in die Richtung, aber eine andere Sache nochmal, hat es was zu sagen, dass sozusagen heute der Grünen-Parteitag in den Hashtags sozusagen relativ, sowohl in Deutschland als auch international, relativ hoch angesehen wird, oder ist das nur ein Phänomen, dass jetzt Blogger, Journalisten, gerade weil es gerade ist, das so viel machen, oder hat das schon auch was zu sagen für die Öffentlichkeit, für die Meinungsbildung, für das, was da abläuft? Ich glaube schon, dass das was zu sagen hat. Ich recherchiere damit ja auch. Also sonst würde ich damit ja auch nicht recherchieren. Ne? Wenn da was trendet, dann achte ich da ja zumindest drauf. Also ich sage jetzt nicht, ich hole meine Geschichten jeden Morgen aus den Trending Topics Germany. Aber zum Beispiel den Tod von Knut habe ich nur entdeckt, weil es getrendet ist, weil ich da gerade abgeschnitten war vom Internet und gerade was anderes gemacht habe. Aber so ein bisschen Twitter gelesen habe ich schon und ja, das war bitter. Also Knut habe ich aus den Trending Topics. Okay, da vielleicht auch jetzt nochmal eine Frage an die Leser oder an euch jetzt auch. Wie hat sich euer Verhältnis zu den Medien oder zu Informationen, wie geht ihr damit um? Habt ihr da schon ein Verhältnis, wie ihr jetzt die Social Medien einbaut oder wie ihr solche Geschichten benutzt? Oder auch die Frage dort, bitte. Ich kann das ja nur für mich sprechen, wie ich über Meinungsbildung denke. Für mich ist Meinungsbildung zu einem Thema völlig konträre Informationen und aus denen bilde ich mir meine Meinung. Da brauche ich nicht mit meiner sicherlich vorher schon bestehenden Meinung hingehen und meine Meinung streicheln lassen und dann fühle ich mich wohl. Also es ist für mich nicht Meinungsbildung. Und zu dem Thema hier Klicks als Bestätigung würde mich mal interessieren, ob es da Informationen gibt, ob wirklich der gesamte Artikel durchgelesen wurde, bevor geklickt wird, oder irgendein Wort, was diesen Menschen anspringt, dass er dann sagt, jawohl, das ist es. Nee, dafür müssten wir unsere Leser wesentlich genauer überwachen, was wir nicht wollen. Facebook macht das bestimmt, glaube ich. Aber na klar, also der Einwand ist berechtigt, dass man, ich teile deine Kritik. Ich teile deine Kritik. Es nervt mich total, wenn bei uns in der Redaktionskonferenz gesagt wird, der Artikel war super, der wurde gut geklickt. Aber man muss auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass dieses Feedback, diese Art von Feedback einfach hinzugekommen ist. So sehr es einen nervt, dass das so Aufmerksamkeitsmarkt ist. Aber so ist es nun mal. Unsere Afrika-Artikel werden aber auch gut geklickt. Deswegen schreibt er sie aber trotzdem. Also das ist so ein wichtiger Aspekt dabei. Natürlich, klar, geben Klickzahlen oder Retweets oder so Informationen darüber, ob ein Artikel angekommen ist. Das heißt aber nicht unbedingt, heißt nicht zwangsläufig, dass er gut war, sondern nur, dass er irgendwie so unter Umständen auch Stimmungen bedient hat. Und ich sehe es schon als meine Aufgabe an, unter Umständen auch Artikel zu schreiben, die nicht gut ankommen, wenn ich denke, es ist inhaltlich Notwendiges zu machen oder die vielleicht nicht so viele Leute interessieren. Wir haben diverse Beispiele, gerade was die Online-Berichterstattung angeht, wo wir Themen über Jahre teilweise verfolgt haben, die am Anfang kein Schwein interessiert haben, die dann aber plötzlich doch Thema wurden für viele und wo dann eben dadurch, dass wir schon ewig darüber Bericht erstatten hatten, natürlich auch eine gewisse
sagen wir mal so, uns eine gewisse Kompetenz dazu gesprochen wurde. Das heißt, ich muss mir schon immer als Journalist auch überlegen, das ist eben so auch immer noch diese Gatekeeper-Funktion, die Journalismus hat. Welche Themen sind wichtig, welche halte ich für wichtig und was schreibe ich dann dazu, ohne mich jetzt unbedingt immer nur von Klickzahlen führen zu lassen. Ja, hier waren, glaube ich, ganz viele Fragen jetzt aufgepoppt. Bitte, Melanie? Oder wolltest, hast du selbst auch? Ich auch, ja, ja. Bitte. Ja, es wurden die Leser angesprochen. Also ich interessiere mich sehr für lokale Nachrichten in der Stadt, wo ich lebe. Da ist die Taz natürlich nicht so direkt zuständig für. Aber deshalb gibt es ja auch den Westen. Das ist so ein Internetportal. Und meine Erfahrung ist, ich schreibe da auch gerne Kommentare. Und da werden auch sehr viele Kommentare gelöscht, oft zu Recht. Also ich freue mich dann, wenn so Scheißkommentare gelöscht werden, aber wenn es mein eigener Kommentar ist, dann frage ich natürlich schon mal nach, warum eigentlich? Und dann kriege ich auch so eine Antwort, ja, das war die Ankündigung einer Veranstaltung, das sehen wir nicht gerne, vor allen Dingen, wenn sie eine politische Absicht hat. Punkt. Vielleicht die Frage, wie die Taz mit solchen Leserkommentaren umgeht. Ich meine, es ist ja auch für Leser nicht nur die Motivation, auf Artikel zu antworten, sondern auch Artikel als Aufhänger zu nehmen, um eigene Belange da reinzubringen. Also zum Beispiel, ich weiß was, wo eine gut interessante Veranstaltung gibt. Also was das sehen Zeitungen gar nicht gern manchmal. Macht doch einfach, fragt doch so. Ja, wir sehen das auch nicht so gern. Und aber man könnte sicherlich sich ein Konzept bauen mit einem Kommentarbereich, mit einem Bürger oder so einem Leserkommentarbereich, der sowas ermöglicht, wo das dann entsprechend sortiert und bewertet wird. Aber das kannst du bei taz.de zurzeit nicht machen. Aber gerade im, also bei dem Beispiel wäre ja schon auch die Frage, warum machst du es nicht selbst? Warum hängst du dich an den Gatekeeper der Westen ran als Bittsteller und hoffentlich zeigen die irgendwie meinen Kommentar dort? Du könntest ja irgendwie eine Informationsseite machen über deine Stadt oder die Region da drumherum mit mehreren Leuten zusammen und da einen tollen Veranstaltungskalender machen, und das kann dann auch politisch gefärbt sein, weil da halt irgendwie immer nur aus der einen Ecke die Sachen stehen und aus der anderen nicht so, aber vielleicht finden sich da... Darf ich kurz darauf antworten? Ja. Es ist einfach so, ich habe tatsächlich Erfahrung gemacht, Hartnäckigkeit hilft manchmal, also ich frage dann eben nach, und wenn man dann auf eine Webseite verlinkt, wo dieser Termin dann drin ist, dann geht das auch. Also, und wenn die wissen, der nervt nur mit Rückfragen, dann lassen sie es auch schon mal drin. Also es ist einfach ein Kampf mit den Journalisten, so wie die Journalisten mit den Lesern kämpfen, die auch vielleicht, keine Ahnung. Also es ist, und es ist natürlich realistischerweise, ich habe auch so eine Privatwebseite, die kriegt nicht so viele Klicks, mit Sicherheit nicht wie so ein Internetportal von der Westen oder so. Ne? Und das ist halt der Kampf um Aufmerksamkeit in diesem über ein Informationsangebot. Aber du musst ja auch mal sehen, da sind Leute, die diese Leserkommentare freischalten. Ja? Die haben vielleicht auch nicht... Oh, jetzt habe ich was gesagt. Also, und die haben jetzt... Nicht die Kompetenz? Nein, egal. Die haben vielleicht jetzt auch nicht die Zeit, die ganzen zu checken, ob es sich dabei um eine Friedensveranstaltung der Linkspartei oder eine Tierschutzveranstaltung der NPD oder eine... Werbeveranstaltung von Möbel so und so handelt, ja? Und dann lieber alles weg. So, und nur inhaltliche Beiträge. Ich meine, ist es ja auch nicht die Aufgabe eigentlich. Also in der Taz finde ich so lokale Veranstaltungen eh total bescheuert angekündigt. Der Westen ist von der Watz übrigens. Ach so, okay, weil du vorhin so über die Watz geschimpft hast. Aber dazu habe ich jetzt eigentlich nicht so viel. Also das ist ja... Es soll da eigentlich nur um inhaltliche Ergänzungen gehen und nicht so ein Markt der Möglichkeiten sein. Aber da müsste ich nochmal nachdenken, ob man das jetzt eindeutig ablehnen sollte. Ja, ich würde euch ganz gerne nochmal um eine Einschätzung bitten darüber, was, also wir haben ja so ein bisschen auch bei einem Vortrag von Kaya Tim heute Morgen, ging es ja auch darum, dass die gesellschaftspolitische Relevanz des Netzes zunehmend ins Bewusstsein auch der politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen kommt. Und mit dieser Erkenntnis kommt es ja auch zunehmend zu Regulierungen
des Netzes. Und ich würde gerne von euch eigentlich einfach so eine Einschätzung haben, was ihr glaubt, in was für eine Richtung die Regulierung geht. Ob es quasi darum geht, zunehmend auch staatlicherseits Möglichkeiten zu haben, das Internet abzuschalten und tatsächlich auch repressive Instrumente einzuführen, oder seht ihr auch eine Möglichkeit oder einen Weg zu mehr Transparenz? Erstmal durchatmen. Normalerweise sagt man auf so Fragen immer gute Frage. Ich weiß es nicht, schlicht. Ich habe keine Ahnung. Die Bestrebungen sind, also es hängt immer wieder davon ab, wen man fragt. Es gibt natürlich inzwischen auch in der etablierten Politik ausgewiesene Netzpolitiker, die sich auch, sagen wir so, schon lange darin bewegen, auch in sozialen Netzen bewegen, die oft eine andere Haltung haben als die alten Kempen, die das eher als Gefahr sehen, denn als Chance. Wer sich da letztlich durchsetzt, kommen wir wieder zurück auf die Machtfrage. Ne? Ich befürchte das Schlimmste, hoffe aber, dass es nicht eintritt. Und was wäre das Schlimmste? Naja gut, so eine enge Regulierung, wie sie erstmal durch die, zum einen durch die Kinderpornografie-Diskussion ursprünglich mal geplant war, dass die irgendwie durch andere Ecken immer wieder versucht wird einzubringen, sieht man ja. Es ist jetzt der Glücksspielstaatsvertrag, wo plötzlich Websperren ermöglicht werden sollen, die entsprechende Zensurmaßnahmen ermöglichen. Die Musikindustrie schreit dann immer gleich, ja, wir auch. Das heißt, der Lobbyismus dafür, für eine strikte Regulierung und Zensurierung des Internets ist groß. Bisher sind sie aber nicht durchgekommen. Unter anderem deswegen, weil es eben die Bewegung im Netz gibt und weil es teilweise eben auch zumindest begrenzte netzpolitische Vernunft inzwischen in Berlin gibt. Wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Ja, ich wollte es jetzt noch ergänzen. Also man sieht es ja sehr klar, oder nein, anders. Also die Frau Timm hat ja auch in ihrem Vortrag so stark davon gesprochen, also nicht nur der Schutz vor so bösen Dingen im Netz wie Poker, Glücksspiel, Kinderpornografie, alles das, was wir nicht sehen sollen, sondern sie hat ja auch von anderen Sachen gesprochen, mit denen auch viel Politik gemacht wird, nämlich von Cybermobbing und so weiter. Und natürlich, so sehr es dieses Problem geben mag, wobei die Beispiele, die sie dort an die Wand gepostet hat, die fand ich jetzt nicht besonders gravierend. Also das kann man auch einfach löschen. Dieser CDUler, der ist auch keiner Gewalt ausgesetzt. Da haben Leute ihrer Wut Luft gemacht, eventuell, also schon teilweise sehr drastisch, aber das ist nicht dasselbe, als wenn er auf der Straße angepöbelt wird oder gar verprügelt wird. Ne? Und in diesem Politikbereich, also mit Netz und Kindern und Gefahren, wird auch ganz viel Angst gemacht. Zum Beispiel, also sie sprach ja eben von diesen Problemen und das, ich weiß jetzt, warte mal, also jetzt lenkt mich das mal ab. Also hat da zum Beispiel auch Pornografie mit allem Möglichen in einen Topf geworfen als großes Problem unserer Gesellschaft, was sie da auch einfach so einfach mal definiert hat, wo man, wenn man genauer mal hinschaut, dann auch sieht, dass da vielleicht auch so ein bisschen Angstmache gemacht wird. Und weil, wenn man sich Zahlen ansieht, dann gucken ja total viele Leute Pornografie und deswegen ist das Abendland ja auch noch nicht untergegangen. Eine Ergänzung noch, weil es gerade über Twitter so kam, dass es auf die Frage, ob das Web Gefahr oder Chance ist, keine klare Antwort gäbe. Die Antwort finde ich klar. Natürlich ist das Web erstmal Chance. Die Frage ist, ob das alle so sehen. Vor allen Dingen eben unter der Politik, die eben solche Zensurgelüste haben, weil sie das vor allem das Internet als Gefahr sehen. Manchmal, wenn man so politischen Diskussionen folgt oder auch, was weiß ich, irgendwelchen Talkshows im Fernsehen oder so, könnte man denken oder so, ich gehe ins Internet und dann bin ich tot. Das ist so ähnlich, als würde jeder denken, ich gehe auf die Straße und werde sofort überfahren. Das ist ja Quatsch erstmal. Ich sage mal, 90% der Leute, die sich im Internet bewegen, haben noch nie irgendein Problem gehabt. Und das Internet bietet erstmal Chancen, macht Spaß und ich möchte nicht mehr ohne. Von daher ist es Chance, definitiv. Das entsprechend zu vermitteln,
eben auch den Entscheidungsträgern in Berlin oder so, ist möglicherweise auch unsere Aufgabe. Ja, es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass irgendwie diejenigen, die viel Erfahrung haben mit dem Netz, eher diejenigen sind, die das unreguliert haben wollen und also dass es so bleiben soll und die wenig Erfahrung damit haben, eher für mehr Regulierung fordern. Und ihr habt ja eigentlich die wichtigen Sachen schon gesagt, ne? Da gibt es halt zum einen dieses ganze Paket von so moralischen Gefahren irgendwie, über die dann nochmal andere Sachen auch dann später kommen können. Und dann halt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der ganze Bereich der konkreten Überwachung, der jetzt im Moment eher über das allgemeine Stichwort so Telekommunikationsdaten irgendwie abläuft, jetzt nicht ein spezielles Internet- oder Web-2.0-Phänomen ist, aber wo ja auch ganz viel drum gestritten werden muss und wo dann halt weniger bestimmte Lobbyverbände und Kinderschutzverbände oder so dafür einstehen, sondern halt tatsächlich irgendwie die Sicherheitspolitiker und Politikerinnen und die Polizei und so weiter und so fort, die halt natürlich ihre Möglichkeiten ausweiten wollen, irgendwie an Daten ranzukommen, an Leute ranzukommen, irgendwie deren Profile zu überwachen und so. Und das haben wir jetzt gerade in Dresden gesehen, wo die ganzen Mobilfunkverbindungsdaten aufgezeichnet wurden während der Proteste gegen den Nazi-Aufmarsch und das wird weiter so ein Konfliktfeld auch bleiben irgendwie. Also ich bin jemand, die für politische Arbeit sehr extensiv also Facebook einsetzt, auch mit Verlinkung auf bestimmte Themen, wo ich merke, so, die müssten mehr in die Öffentlichkeit rein. Facebook ist vielleicht eine super schöne Geschichte, vielleicht für kleine Initiativen oder so. Da braucht man vielleicht keine Webseite machen. Über eine Webseite ist man politisch auch stärker angreifbar. Vielleicht vergisst man da im Impressum was zu schreiben, kommt dann schon wieder in so einen Bereich, wo vielleicht Rechtsanwälte gegen einen klagen könnten, wenn sie wollten. Aber andererseits, die andere Seite ist, ich beobachte, dass ungeheuer eine Informationsexplosion stattfindet. Sei es jetzt, dass ganz viele Facebook-Seiten, sei es, dass ganz viele Bücher über Amazon erhältlich sind in deutscher Sprache, sei es ganz viele Webseiten. Und das schafft, glaube ich, auch einen ungeheuren Druck auf Menschen und sicherlich auch auf euch, die damit arbeiten, dass ihr irgendwie auch Menschen überhaupt noch erreicht. Man schreibt super tolle Sachen, aber es wird dann vielleicht im Endeffekt vielleicht von sehr wenigen auch gelesen. Wie geht ihr damit um? Also ich habe immer so die Erfahrung gemacht, also ich nutze fast nur Facebook. Man muss auch, darf nicht einfach nur eine Seite reinstellen, also außer man ist jetzt irgendwer sehr repräsentativ ist, dann ja, so ein Politiker oder vielleicht eine Taz, da kann man das schon machen, aber wenn man jetzt was Kleineres ist, so vielleicht nur so eine Mini-Initiative oder so, man muss eigentlich lernen, auch auf Leute zuzugehen, zu verlinken oder ganz konkret seine Freundesliste da anzuschreiben oder Kommentare unter anderen Menschen zu setzen, sonst versandet man. Man setzt sehr viel Zeit, sehr viel Freizeit, sehr viel Arbeitszeit in irgendwelche Seitengestaltung oder eine Facebook-Gestaltung oder so. Und im Endeffekt ist das Resultat, was man haben möchte, dass bestimmte Leute lesen, bestimmte Marketinggeschichten vielleicht sehr klein. Und wie geht ihr damit um? Ich finde es ich würde nicht ausschließlich auf Facebook setzen und Facebook nicht als Ersatz für eine Website sehen, denn Facebook ist ja, okay, man kann es wahrscheinlich so einstellen, dass es öffentlich im Netz verfügbar ist, aber dennoch ist es vom Image her, finde ich, und auch vom, ja, also von der Gestaltbarkeit und von der Unabhängigkeit eben von der Corporate Identity von Facebook ist es eben eine hundertprozentige Facebook-Seite. Und als Sven Giegold mal anfing, irgendwelche Anti-Atom-Mobilisierungen über Facebook zu machen und da sehr stark auf Facebook zu setzen oder so Mobilisierungen zum Thema Finanzkrise, da fand ich das immer so ein bisschen, das gefiel mir nicht, um es jetzt mal in der Facebook-Sprache zu sagen. Also ich finde, ich würde es immer so machen, dass ich Facebook und andere Dienste als Vehikel nutzen würde, um die Leute auf eine Website zu kriegen oder an irgendeinen anderen Ort oder sie zu einer Aktion zu bringen, aber eben nicht Facebook als Ersatz für eine Website und als mein einziger Briefkasten im Netz als Initiative. Ich würde eher sagen, dass also ich würde dir grundsätzlich recht geben, aber
das eher hin anstellen, sagen, das ist so ein bisschen egal. Irgendwie, wir hatten jetzt in der Diskussion ganz oft den Punkt, dass es immer, wenn Sachen gut funktionieren, dann fällt es immer auf den Nährboden, der irgendwie schon da ist. Und dann ist ja sozusagen die Frage eher, wie man diesen Nährboden schafft. Und ich glaube, das geht tatsächlich nur mit ganz viel Arbeit und ganz vielen persönlichen Beziehungen oder Überzeugungsarbeit. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie zum Thema, von dem noch nie jemand was groß gehört hat, einen ganz tollen Flyer schreibe und den aber nur in die Auslage vor meiner Wohnung liege und hoffe, da kommen Leute vorbei und sammeln den ein und lesen den durch und sind dann auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass wir jetzt zusammen handeln müssen, da kann ich auch lange warten. So. Und genauso ist es ja im Netz auch irgendwie. Natürlich wird da viel Hoffnung mit verbunden, weil das dann auch irgendwie als Allheilmittel für alles gilt und immer die ganz tollen großen Beispiele nur diskutiert werden, der Obama-Wahlkampf oder so, aber das sind ja alles irgendwie genau die Beispiele, wo auch richtig, richtig viel Arbeit reingesetzt wird. Und ich glaube, da ist es halt irgendwie, es ist einfacher wahrscheinlich als früher, ne? Wenn ich irgendwie den Text online stellen kann, kann ich tatsächlich mehr Leute erreichen, als wenn ich den mit der Schreibmaschine schreibe und dann irgendwie erstmal eine Kopiermöglichkeit von vor dem überall gibt es Copyshops Zeitraum nochmal mir organisieren muss und dann so meine Netzwerke aufbauen muss und so, aber letztlich irgendwie bei der Art von Arbeit, ne, die zu politischer Arbeit immer dazugehörte vorher, so Flyern gehen etc., da lernt man ja auch Leute kennen, dann hält man sich die ganze Zeit über irgendwas und so, und das ist, glaube ich, einfach ein essentieller Bestandteil von politischer Arbeit, der im Netz irgendwie auch gemacht werden muss. Und ne, so nur einen Text irgendwie online stellen, wird nicht nutzen. Und da ist das, was du beschrieben hast, ja genau die Strategie, die dann kommt, dass man halt irgendwie Leute persönlich auf die zugeht, irgendwie mit denen in Diskussionen kommt, irgendwie sagt, hey, ihr diskutiert gerade über das, mir fällt dazu noch mein Thema ein und so, und das immer wieder einbringt. Da war noch eine zweite Frage, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist jetzt weg. Ach so. Es ging um die Frage, ob das Netz eine Gefahr oder eine Chance ist. Und der Jürgen hat gesagt, das ist eine Chance, das sehe ich auch so. Die Leute, die Angst und Panik verbreiten, das sind doch nur Leute, die Macht verlieren können im Grunde. So sehe ich das. Und genau darin liegt doch die Herausforderung, darüber wollten wir uns doch heute auch unterhalten. Also wo sind unsere Beteiligungsmöglichkeiten und wie können wir diese Macht ausüben? Ich frage mich immer, die ganzen Daten, die gesammelt werden, die Videokameras, die überall rumhängen, wer guckt die denn an? Wer wertet das alles denn aus? Das ist ein Haufen Datenmüll, der irgendwo rumliegt und gar nicht benutzt werden kann, denke ich. Stelle ich jetzt mal provokativ in den Raum. Ja, die Überlegung liegt nahe. Das Problem ist, zum einen gibt es natürlich inzwischen Data Mining Software, die mit solchen Daten umgehen kann, auch mit Videodaten und Bilddaten. Zum anderen, ja gut, da müsste man im Prinzip auch eine Diskussion einführen, die so, sagen wir mal, in sozialen Netzwerken relativ viel geführt wird von einer bestimmten Gruppe, ist die Frage des Kontrollverlustes. Also, dass ich tatsächlich nicht mehr weiß, was mit meinen Daten passiert. Vor allen Dingen kann ich nicht wissen, wenn ich heute irgendwas online stelle, was in 2 Jahren damit passiert. Das heißt, wenn diese Daten gesammelt werden, gespeichert werden, ich weiß ja nicht, was in 2 Jahren passiert. Wir hatten vorhin das Beispiel mit der Erkennung, von welchem Möbelhaus die Möbel sind, die man auf dem Foto sieht. Das ging vor 3 Jahren noch nicht. Wenn man da ein Foto online gestellt hat, konnte man nicht damit rechnen, dass dann plötzlich die Möbel identifiziert werden. Das heißt, ich verliere grundsätzlich im Moment die Kontrolle über meine Daten. Das ist erstmal, denke ich, ein Fakt und ich weiß auch nicht, was in Zukunft passiert. Die Frage ist, wie wir damit in Zukunft umgehen. Genau, also ich denke, das ist doch die Herausforderung, dass jeder Einzelne von uns erst denkt und dann postet und eben Verantwortung trägt für die Art, wie er sich darstellt, äußert und welche Haltung er auch bezieht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, selbst darüber habe ich keine richtige Kontrolle mehr. Wenn du jetzt ein Foto von diesem Podium online stellst und mich darauf identifizierst bei Facebook, habe ich darum überhaupt keinen Einfluss. Ich muss es noch nicht mal mitkriegen und es wird dann aber unter Umständen von anderen genutzt. Das heißt, ich habe nicht mal über dieses mein Datum sozusagen noch eine Kontrolle. Und ich habe vor allen Dingen, und das dehnt sich aus, irgendjemand postet irgendwas, wo er mich erwähnt, sobald ich... Es nutzt ja nicht mal was, das Internet zu kappen. Also es nutzt nicht mal was, wenn ich das Kabel durchschneide oder meinen WLAN-Adapter irgendwie vernichte, weil jemand anders ja was über mich berichten kann. Das heißt, selbst dann, wenn ich überhaupt nichts unternehme, habe ich keine Kontrolle mehr über meine Daten.
dieser Fakt oder so, mit dem können wir noch überhaupt nicht umgehen. Das ist so dieses, genau dieses Ding, die Technik ist viel weiter als die Gesellschaft, die mit ihr arbeiten soll. Und auch irgendwie die, also ne, selbst wenn ihr euch jetzt in dem Moment einig seid, dass du kein Problem damit hast, dass das Foto online geht und du das gerne machen willst, dann können wir in 10 Jahren in einer Situation sein, wo das für dich absolut schädlich ist, heute hier auf diesem Podium gesessen zu haben. Und von daher müssen wir halt sozusagen kontinuierlich irgendwie in diesen, also um Machtverhältnisse kämpfen, wo das nicht schädlich ist, auf diesem Podium gesessen zu haben, oder müssen, also ne, das ist halt wirklich die Frage, so, wir werden das nicht technisch wahrscheinlich nicht richtig stoppen können irgendwie, dass die, dass viele Sachen möglich sein werden in Zukunft, die jetzt auch noch nicht denkbar sind. Wir können natürlich dafür kämpfen, dass zum Beispiel staatliche Institutionen rechtlich Sachen nicht dürfen, wie zum Beispiel ne, diese Telekommunikationsüberwachung. Wofür wir aber auch nicht vergessen dürfen zu kämpfen, ist, dass beispielsweise das nicht, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, wo 10 Leute, die zusammen irgendwie zu einer Anti-Nazi-Demo mobilisieren, eine terroristische Vereinigung sind. So. Also das find ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil du im Prinzip gesagt hast, selbst dass es in, wenn es mir in 10 Jahren peinlich ist oder ganz scheiße ist, hier auf dem Podium gesessen zu haben, darf es keine Auswirkungen für mich haben. Viele, oder gerade wenn es auch um Politik geht, ziehen daraus die Konsequenz, dieses berühmte Stichwort von das Internet muss das vergessen lernen. Ich würde ganz im Gegenteil sagen, es ist ganz schön, dass das Internet nichts vergisst. Was ein Kollege und Freund hat mal gesagt, nicht das Internet muss vergessen lernen, sondern die Gesellschaft muss lernen zu vergeben. Das heißt, ich habe meine Geschichte auch eben in diesen sozialen Netzwerken, ich habe meine Online-Geschichte, die vielleicht ist mir davon irgendwas mal peinlich oder ich kriege jetzt auch noch Äußerungen um die Ohren geschlagen, die ich vor 10 Jahren im Usenet mal gemacht habe. Aber das ist nun mal so, die habe ich getan und davon kann ich sagen, oder so das halte ich heute für Quatsch und es ist halt vor 10 Jahren passiert. Das heißt, man muss auch lernen damit umgehen, dass jeder auch eine persönliche Geschichte hat, die möglicherweise öffentlich ist. Ich denke nochmal auch die Diskussion von vorhin, ob jetzt also der Unterschied zwischen Behörden und den großen Konzernen, dass da eben auch, glaube ich, die meisten großen Konzerne einfach, wenn die Behörden drauf zukommen und die Daten wollen, die auch rausgeben, dass das halt auch ein großes Problem damit an der Sache ist. Dass die zwar erstmal eine völlig andere, in was anderes mit den Daten wollen jetzt als die Behörden, aber eben sie trotzdem sammeln und sie dann einfach da sind damit. Und das führt auch dazu, dass es vielleicht eine Überlegung ist, es gibt ja so ein paar Alternativen zu den großen Konzernen, jetzt Facebook und Konsorten. Da ist niemand, man kann auch ohne Freunde glücklich sein oder so ein paar Nerds, aber finde ich schon fördernswert, einfach so Netzwerke, ich weiß nicht, Diaspora gibt es gerade neu als Facebook-Ersatz, nutzen nicht viele, kann auch nicht viel, aber dass sowas einfach auch weiter ausgebaut wird, weil man da einfach zum Beispiel selber einen Server aufsetzen kann oder irgendjemand, dem man vertraut hat, so einen Server und dann liegen die Daten da und man weiß, die Platte ist verschlüsselt und Stecker raus und die Daten sind erstmal nicht für irgendjemand zugreifbar, der das nicht soll. So. Ja, aber du hast das Problem selber schon im Prinzip formuliert. Da treffen sich dann die Nerds, die das können, einen Server aufsetzen. Und du erreichst halt die Leute nicht, die auf Facebook sind, weil es eben so extrem einfach und praktisch ist. Ich ertappe mich ja selber dabei, dass ich viele Sachen nutze, wo ich einfach erstmal sage, oh, das ist so einfach und so praktisch, das finde ich jetzt klasse und das mache ich. Also diese ganze Geschichte mit der Cloud, um da mal ein Stichwort reinzuwerfen, also mit, dass ich immer mehr Zeugs tatsächlich ins Netz verlagert, ist für mich, die ich irgendwie mit 5 Geräten irgendwie hantiere, die völlig unterschiedliche Systeme haben und unterschiedliche Software, dermaßen praktisch, dass ich sage oder so, ach scheiß drauf, Google, du darfst echt alles von mir wissen, Hauptsache es funktioniert. Also um es mal ganz extrem zu formulieren. Und da hast du natürlich das Problem, dass du dann mit so Sachen wie Diaspora oder ähnlichen Alternativanwendungen eben nur die Leute erreichst, die im Prinzip sowieso schon wissen, was sie tun. Ja, da fand ich vorhin ganz interessanten strategischen Hinweis von der Julia Seelinger, die ja gesagt hat, ne, man benutzt Facebook, aber nicht als Webseitenersatz, sondern als sozusagen Verbreitungsmöglichkeit, während die Daten möglicherweise woanders liegen. Also man nimmt es als Kommunikationsplattform,
verlässt sich aber nicht darauf, dass sozusagen alle Inhalte dort lagern, sondern verlinkt auf eigene Blogs oder auf unabhängige Netzwerke. Also das wäre ja auch noch eine Strategie. Ich denke auch, jetzt zu sagen, nehmt nicht Facebook, Twitter, sondern macht eigene soziale Netzwerke, ist eine schöne Geschichte, aber vielleicht könnte man da nochmal auch auf die Blogosphäre gucken, also wie Blogs untereinander sich natürlich vernetzen und auch noch da selbst zumindest in bestimmten Bereichen eine gewisse Öffentlichkeit erreichen. Natürlich wird dann immer gesagt, ja, aber gut, aber den, der damit nichts zu tun hat, der keinen eigenen Blog hat, der ist dann da vielleicht nicht drin. Ne? Der würde natürlich über Facebook, über eine Facebook-Seite, wo man dann, weiß ich wie viel, 10.000 oder 100.000 Followers hat, aber ist das schon eine Qualität, so viele Followers zu haben, oder ist es nicht besser, sozusagen dann mit 100 Blogs zu kommunizieren, die unabhängig sind? Ne? Puh, kommt drauf an. Also es gab vor ein paar Tagen eine Konferenz in Berlin, die drehte sich genau darum, wie man ein dezentralisiertes soziales Netzwerk schafft, weil die sozialen Netzwerke im Moment ja schon von relativ zentralistischen Strukturen abhängen. Das kann funktionieren, also von der Theorie, auch von der Software-Theorie her kann das natürlich funktionieren, aber es wird in der Praxis nur funktionieren, wenn die Leute es akzeptieren als tatsächlich einfache Alternative zu dem, was sie eben im Moment von den Diensten geboten bekommen. Das ist auch das Problem, wenn du von den vernetzten Blogs redest. Im Moment, es gibt immer wieder Untersuchungen davon, wie, auf was verlinken zum Beispiel Blogs. Und dann kommt dann raus, dass die ganz klassischen großen Sites eben am meisten verlinkt werden. Ja. Spiegel Online, teilweise gehören wir auch dazu, oder andere Sites. Und die Verlinkung der Blogs untereinander doch teilweise relativ schwach ist. Zumindest in Deutschland. In den USA sieht das teilweise ganz anders aus. Aber es ist auch eine Sache, gut, da kommen da die Leute natürlich dann auch vor, die keine eigenen Blogs haben, indem sie zum Beispiel in den Blogs kommentieren, wenn die entsprechend zugelassen werden. Das heißt, das ist natürlich sowas, wäre sowas wie ein Ansatz von einer dezentralisierten Social Media, Social Network. Wie gesagt, funktioniert nur, wenn die Leute es als einfache, praktische, gangbare Alternative akzeptieren, die man ohne irgendwelche Nerd-Know-how nutzen kann. Jo. Naja, und in der Praxis irgendwie, wenn man sich ein bisschen dann auch damit beschäftigt, so im Laufe der Zeit, kann man ja auch irgendwie das mehrgleisig machen. Ne? Also ich finde es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, irgendwie, wenn ich habe zum Beispiel mit ein paar Leuten an der Uni Hamburg, so eine Gruppe AG Queer Studies, wir machen eine Ringvorlesung zusammen. So, wir nehmen immer die Vorträge auf und stellen die als Podcast ins Netz. Wir stellen die auf unserem eigenen Blog ins Netz, aber wir haben auch einen Facebook-Account, da kommt das dann auch alles an. Das muss ich ja nicht per Copy und Paste da nochmal neu reinkopieren oder sogar nochmal neu schreiben. Das kann man ja mit so Tools dann auch lösen, dass der RSS-Feed da einfach auch bei Facebook landet und dann sind die ihre Mediennutzung eher auf Facebook konzentrieren, abgedeckt, und die Leute, die Facebook vielleicht gar nicht benutzen wollen, können das aber trotzdem sich angucken. Und wir senden die Vorträge aber auch im freien Senderkombinat im Radio für die Leute, die das vielleicht übers Internet überhaupt nicht mitkriegen würden, aber dann halt zufälligerweise oder regelmäßig irgendwie zweimal im Monat montags, mittags am Radio sitzen und sich die Vorträge dann so anhören. Also das ist, kann man sich dann ja auch überlegen, wie das für das jeweilige Projekt oder das jeweilige Anliegen klug möglich ist, verschiedene Sachen abzudecken einfach mal und ja, nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Okay. So. Ich wollte eins doch, weil du hattest das vorhin noch angesprochen, auch mit der Masse an Informationen, die inzwischen auf einem einprasselt, finde ich einen relativ wichtigen Aspekt. Sagen wir mal so, ich habe halbwegs gelernt, damit zu leben. Mache. Ja, aber, als Professional, ne? Ich meine, ja, genau, ich mache es beruflich. Ich trenne da inzwischen nicht mehr zwischen Privat und Beruf. Ich habe also zum Beispiel nur einen Twitter- und Facebook-Account, ob ich jetzt als CT, Heise Online-Redakteur oder Privater unterwegs bin. Aber ich betreibe das seit 1999. Also gut, damals gab es noch keine Social Networks, aber zumindest was Internet, was Foren angeht, was Anfänge von Web 2.0 angeht. Und es ist natürlich ein Lernprozess, damit umzugehen. Und dann bin ich da auch noch nicht so richtig weit. Ich kann damit leben, sagen wir so, aber so richtig, dass ich behaupten würde, ich würde perfekt damit umgehen, das keineswegs. Und wenn ich mir dann das Problem angucke, dass man das, wenn man eben nicht beruflich ständig damit zu tun hat oder sich ständig darin bewegt, dann wird es natürlich schon zu einer Schwierigkeit. Aber ich sehe das
auch das sehe ich erstmal als Chance und als Bereicherung. Also ich merke es einfach an mir, dass es mich vorwärts bringt, dass es mehr Spaß macht, jetzt Journalist zu sein, als es in den 90er Jahren Spaß gemacht hat, weil es einfach interaktiver ist tatsächlich, auch mit mehr Reaktionen, mit mehr Einbeziehung von anderen Sachen, mit ganz vielen Möglichkeiten, die ich plötzlich habe, die ich früher nicht hatte oder die ganz schwierig waren. Und insofern ist auch was da alles auf mich einprasselt, erstmal für mich eine Chance. Das Schwierigkeit ist, dass wenn man das eben nicht gewohnt ist oder vielleicht auch nicht damit aufgewachsen ist, vielleicht gibt es eben doch sowas wie Digital Natives, die eben sich zumindest an solche grundlegenden Mechanismen gewöhnt haben. Wenn man das nicht hat, dann ist es schwierig, dann muss man das tatsächlich lernen. Ich kriege das mit an jüngeren Leuten, teilweise über einen Sohn oder sonst was, die können damit schon anders umgehen, als ich mir das aneignen musste. Oder haben es ähnliche Mechanismen entwickelt inzwischen, aber gehen mit denen viel natürlicher um, als ich das noch kann. Von daher würde ich auch der Kaya da etwas widersprechen. Ich denke schon, dass es Digital Natives gibt, aber natürlich nicht insofern, dass die immer mit allem richtig umgehen und über alles Bescheid wissen und alles ganz selbstverständlich machen, aber die natürlich mit bestimmten Faktoren, die Social Web, die Echtzeit-Internet und so mit sich bringen, deswegen einfach umgehen können, weil sie es von Haus aus gewohnt sind, dass es das gibt. Das ist so ähnlich wie, mein Gott, meine Schwiegermutter wird nie lernen, einen Videorekorder zu programmieren. Das macht irgendwie so, mache ich aber irgendwie aus dem FF. Videorekorder gibt es ja inzwischen gar nicht mehr oder eine Setup-Box oder so. Oder ich, selbst wenn ich mir vorstelle, ich müsste deren DVD-Player hinstellen, da stehen mir die Haare zu Berge. Das ist für mich aber ganz selbstverständlich. Genauso wird es natürlich auch ganz selbstverständlich, mit Mechanismen umzugehen, die Echtzeit-Internet, Social Web oder so uns bringen. Also genau, wenn man viele E-Mails kriegt, dann muss man sich Filter machen. Wenn man zu vielen Leuten bei Twitter folgt, dann muss man sich eben angewöhnen, das anders zu lesen. Dann muss man da eher so rüber gucken und sich nicht vornehmen, jeden einzelnen Link in dem Tweet zu klicken. Man muss einfach im Kopf auch so eine Art Abgrenzung haben. Also man kann sich natürlich technisch seine Internetsachen organisieren, also wie ich eben gesagt habe, mit Filtern. Und man kann aber auch einfach im Kopf die Ignore-Funktion anmachen. Und das müssen manche einfach noch lernen. So. Aber wie Jürgen gesagt hat, die jungen Leute können das alle schon viel besser und das ist einfach nur ein Strukturwandel. Das ist nicht, da muss man jetzt auch nicht die weiteren nächsten 5 Jahre die Feuilletons mit vollschreiben, dass das alles so schrecklich ist und wir alle die Übersicht nicht mehr halten in diesem Informationsflut, sondern wir werden einfach lernen, Wissen anders aufzunehmen als früher. Ich finde es immer total interessant, sich auch mal einfach mit anderen Leuten darüber zu unterhalten. Das ist irgendwie, bringt mich viel weiter bei meinen persönlichen Fragen, die ich an das Thema habe, als den 10.000. Wir kommen nicht mehr mit Artikel im Feuilleton. Einfach zu sehen, so, ich habe eine Freundin, die hat auch mal Twitter ausprobiert. So, die hat einfach, wir haben uns dann länger darüber unterhalten und auch mehrmals. Und da war einfach dann klar, so, die hat einen Anspruch zum Beispiel an so Kommunikation, wenn sie da Leuten folgt, die findet es. Also sie findet, die wird denen nicht gerecht, wenn sie nicht jeden einzelnen Tweet liest. Und dann ärgert die sich natürlich auch, wenn irgendeine Person, die sie irgendwie ganz nett findet, so persönlich da halt immer schreibt, dass sie aufs Klo geht oder so, weil sie das dann als Zeitverschwendung empfindet, ja. Ich dagegen folge 460 Leuten auf Twitter und komme damit ganz gut klar, weil ich nicht das Gefühl habe, denen nicht gerecht zu werden, wenn ich nicht jeden einzelnen Tweet aufmerksam durchlese. Und wir sind da unterschiedlich, so. Twitter ist wahrscheinlich unter den Umständen nichts für sie, es sei denn, sie folgt nur 5 Leuten, deren Tweetverhalten sie gut findet. So. Da kann man sich mal drüber unterhalten und da kommen immer ganz interessante Erkenntnisse raus, finde ich irgendwie, wie Leute da, also ne, es ist halt nicht nur so ein Strukturwandel, wo wir alle irgendwie irgendwas dann mal lernen werden, sondern ich glaube, es gibt da auch unterschiedliches Kommunikationsverhalten und Filterverhalten und das ist ja auch in Ordnung. Ja, also ich hoffe, dass ihr auch angeregt wurdet, sowohl was die Tools betrifft, als auch, dass es im Kopf Klick gemacht hat und vielleicht hier und da neue Einsatzszenarien gesehen habt. Ich hoffe, dass es weitergeht. Wir werden versuchen oder noch auch mal ein bisschen die Dokumentation der Workshops und der Tagung auch unter den bekannten Adressen zu führen. Und ich glaube, alle hier sind auch bereit, wenn jetzt noch spezielle Fragen sich im Nachhinein ergeben, durchaus den Prozess der Diskussion, der hier angefangen hat, weiterzuführen. Ja, schafft 1, 2 viele Netzwerke bei ein
Soll jeder noch zum Schluss drei Sätze sagen? Oder? Ja, wollt ihr noch? Nee, ne, ich glaube nicht. Oder? Zur Gesamtsituation. Gefällt mir. Okay, das war klasse. Gefällt mir. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei allen und ja, wir hoffen, dass wir vielleicht in dieser Hinsicht auch im Pavillon, vielleicht auch mit anderen Beteiligten weiterarbeiten. Und ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die gekommen sind, bei allen Kooperationspartnern und Partnerinnen und natürlich bei den Referenten und Referentinnen. Ja, und wünsche noch ein weiteres guten Aufenthalt im sozialen Netz und aber auch in der realen Welt logischerweise.